Anfang September erschien im Verlag Drömer Knauer die Streitschrift Echte Helden, falsche Helden, was Demokraten gegen Populisten stark macht. Der Publizist Christoph Gieser wagt sich an ein Thema, das in Deutschland recht umstritten ist: Helden. Jeder sucht sie im Sport, in der Musik oder den sozialen Medien. Aber darf es deutsche Helden überhaupt geben, fragt sich der Autor. Er erinnert an unsere Geschichte, die zu einer tiefen Skepsis gegenüber charismatischen Leitfiguren, denen wir blind vertrauen, ganz besonders in der Politik, führt. Schonungslos legt Christoph Gieser offen, dass unser Parteiensystem, unsere Demokratie, in einer tiefen Krise steckt. Auf der einen Seite zerfallen Volksparteien, gleichzeitig erstarken die neuen Rechten. Meinungsfreiheit. Das Wort verkommt zur Phrase, genutzt, um demokratische Helden aufzubauen. Verfassungsfeindliche Parolen gehören zum Alltag. Demokratisch gewählte Parteien tragen diese bis in den Bundestag. Andere Vertreter einer offenen Gesellschaft sind ins Abseits gedrängt, werden niedergeschrien. Der Publizist Christoph Gieser weiß um die Brisanz seines Buchs. Debattenbuch nennt er es. Aufgegriffene Impulse, die aktuell diskutiert werden, will der Autor einordnen und weiterentwickeln. So nennt er ein Kapitel Der Kampf um Köpfe und Herzen und zitiert gleich zu Anfang Kurt Tucholsky. Der Autor, dessen Bücher die Nazis später verbrannten, warnte schon 1931, dass das Volk das meiste falsch verstehe, aber das meiste richtig fühle. Ein Grundgefühl, das die Schreihälse der Nazis missbrauchen, so Tucholsky. Christoph Gieser geht weiter und stellt fest, dass wir gerade eine krisenhafte Unübersichtlichkeit erleben. Viele sind überfordert. Für Populisten eine Chance, mit einfachen Antworten und Lösungen Anhänger zu finden. Das Debattenbuch des Autors birgt aber auch fragwürdige Äußerungen, wie das folgende Zitat. Lange überwog die Angst vor dem Heldenkult alles andere. Immerhin hatte dieser uns einerseits in den Faschismus und andererseits in seinen Zwilling, den Kommunismus, geführt. An anderer Stelle schreibt Gieser Gräuel von Faschismus und Sozialismus. Sicher, die Verbrechen unter der Diktatur Stalin sind nicht zu leugnen. Aber in der DDR lebten die Menschen nicht wie in Zeiten der Hitler-Diktatur. Hunger, Krieg und Elend unbekannten Ausmaßes gibt es bei Weitem nicht. Hier hätte ich mir eine klare Differenzierung gewünscht. Insgesamt ein wichtiges Buch, das zur Diskussion über die aktuelle Lage anregt.